Ja, hallo, das Musikmagazin, und heute ist er bei mir aus Essen angereist, PA Sports. Ganz überrascht von den eisigen Temperaturen hier in Berlin, wa? Ja, das ist, wie ich mir habe erklären lassen, die sibirische Russlandkälte, die hierher zieht, bin ich nicht so gewohnt als Wuppertaler. Ja. Du hast ein neues Album mitgebracht, HAZE, oder was ich zuerst gelesen habe, Haze. Da muss ich natürlich unweigerlich an so diverse Coffeeshops in Holland denken. Ist das bewusst gewählt, so diese Zweideutigkeit im Titel? Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass diese Doppelmoral dahinter nicht auf jeden Fall witzig für uns war und auch ein Weggrund war, das so zu nennen. Ich habe halt nach einem Titel gesucht, der ein bisschen, wie soll ich sagen, originell ist. Ich hatte bis jetzt immer sehr gängige, normale Namen, wie zum Beispiel Streben nach Glück, vom Glück zurück, Machtwechsel, wodurch den Titel halt schon ungefähr angegeben ist, in welche Richtung das Album ist, geht. Und diesmal wollte ich halt etwas Neutrales, wo der Hörer nicht direkt weiß, was dahinter steckt oder was da jetzt auf ihn zukommt. Und da hat mir jemand das Wort Haze im Raum geworfen, und da habe ich dann geguckt, ob man eine coole Bedeutung irgendwie dahinter finden kann. Und auch wenn das Wort Haze mit einer Droge assoziiert wird, habe ich da halt so meine eigene Bedeutung dahinter gepackt. HAZE war von Anfang Zerstörung, Ende, und ja, hat an sich nichts mit der berühmt-berüchtigten 23%igen THC-Gruppe zu tun. Zumal du ja sowieso irgendwie, also zumindest so in früheren Interviews gesagt hast, rauchen nicht mehr Alkohol, nicht mehr Drogen, gar nicht so. Ja, also ich rauche keine Zigaretten, ich trinke keinen Alkohol, ich nehme auch keine Drogen. Ich plane halt, ich kann halt mit meinem Leben so ein bisschen umgehen. Es gibt Zeiten, so, da bin ich im Studio, da bin ich nur in meiner Arbeit vertieft und habe halt so nicht besonders viele Termine und Verpflichtungen, Verantwortung. Da braucht man sich mal vielleicht ein. Aber in einer Lebenssituation wie jetzt, wo ich viel unterwegs bin und Interviews gebe und halt früh aufstehe und einen klaren Kopf bewahren muss, da lasse ich das weg. Den Untertitel quasi, also Hoffnung, Anfang, Zerstörung, Ende, hast du gerade schon erwähnt. Was bedeuten für dich die Begriffe? Wieso bist du auf diese Kombination gekommen? Jede Hoffnung sorgt für einen Anfang und jede Zerstörung für ein Ende. Und das ist erstmal die Bedeutung hinter diesen vier Wörtern. Aber auch das Albumkonzept kommt halt perfekt zur Geltung, einfach aus dem Grund, weil auf dem Album zwei Facetten kommen. Ja, also die ersten 9 Songs sind sehr positiv und hoffnungsträgerisch und halt mit einem anderen Vibe, als man von mir gewohnt ist. Diese Seite der Platte steht für mich für Hoffnung und Anfang. Und dann gibt es halt aber auch noch den PA Sports, der eher tiefgründig ist und auch eher böse ist in seiner Art, wie er rappt und flext und spittet und was weiß ich was. Und dann auf den letzten 9 Songs gibt es die Zerstörung und das Ende. Wie lange hast du insgesamt gearbeitet? Ich weiß, dass du irgendwie rund zwei Monate im Studio gewesen bist, aber insgesamt so von der Konzeption her? Die ersten Ideen und so habe ich schon irgendwie kurz nach meiner Machtwechseltour im April, irgendwie Mai, Juni sind die ersten Ideen entstanden. Ab Juli, August war ich dann im Studio, habe angefangen so, und die heiße Phase, dass ich da wirklich vertieft in meinem Album war, halt auch Tag für Tag im Studio war, war dann wirklich September, Oktober. Und ja, war eine sehr entspannte Produktion, Joshi Mix in Essen. Ich habe dann also den größten Teil von uns in Essen produziert nach langer Zeit. Mein erstes Album hatte ich in Essen produziert, danach nie wieder. Diesmal war ich mal wieder bei uns zu Hause im Studio und habe dort entspannt das Album gemacht. Was war dir denn wichtig? Also worauf hast du ein besonderes Hauptaugenmerk gelegt? Ich hatte am Anfang der Produktionsphase hatte ich gar kein Hauptkonzept irgendwie. Ich bin einfach ins Studio gegangen und wollte krasse Musik schaffen. Habe neue Facetten an mir entdeckt und neue Sachen, die ich ausprobiert habe in meiner Musik. Und als das dann so gut funktioniert hat, habe ich das auch irgendwie auf der ganzen Platte ausgebreitet. Das heißt, man hört auf jeden Fall einen musikalischeren PA Sports auf diesem Album. Man hört ausproduziertere Beats und Instrumentalversionen auf dem Album. Alles ist einfach auf einem bisschen höheren Level als vorher. Woran liegt das? Einfach an der Erfahrung, die du im Laufe der Jahre gesammelt hast oder hast sammeln können? Oder hast du auch Leute an Bord gehabt, die halt dir da die Unterstützung in dem Bereich gegeben haben? Ich habe mit Joshi Mixo auf jeden Fall einen der stärksten Produzenten Deutschlands irgendwie an meiner Seite gehabt, der mit mir Tag für Tag an dieser Platte saß. Das war natürlich sehr große Unterstützung für mich. Ich habe auch an sich in den letzten Jahren viel Erfahrung sammeln können. Ich habe auch vor Rap-Musik normale Musik gemacht. Und Fakt ist aber einfach, dass man sich als Künstler halt immer von Platte zu Platte steigern möchte.
Und das war für mich natürlich auch sehr wichtig. Und nachdem ich 3 sehr solide Rap-Alben abgeliefert habe, war für mich jetzt klar, dass ich auch so ein bisschen den Leuten zeigen muss, dass ich auch ein Musikerherz in mir habe, was über Rap-Musik hinausgeht. Und das hat auf der Platte dann sein Zuhause gefunden. Also in dem Song Hoch zelebrierst du ja quasi so deinen Erfolg. Trotz der Steine, die dir so im Weg lagen, was waren das für Steine? Waren das halt irgendwie diese ganzen Streitigkeiten mit den Labels vorher oder die, wie soll man sagen, die nicht zufriedenstellenden Erlebnisse mit den Labels? Oder was war da so, was dir im Weg lag? Ich habe auf jeden Fall einen langen Weg schon hinter mir. Es hat lange gedauert, bis ich an dem Punkt war, klare Gedanken fassen zu können und zu sagen, ich will diesen Weg gehen, ich will Musik machen, ich will was bewegen, ich will releasen, ich will an den Start kommen. Jahre schon vorher, vor meinem ersten Soloalbum, war mein Name der Szene immer ein Begriff, aber man konnte nie so richtig was mit mir anfangen, weil ich nie was gebracht habe. Das meine ich auf jeden Fall damit, dass ich meine eigenen Steine, die ich mir in meinem Kopf irgendwie gebaut habe, aus dem Weg geräumt habe. Aber natürlich, das Hauptmerkmal liegt da eher auf private Umstände, dass ich in meinem Leben immer mit Menschen zu tun hatte, die mich probiert haben zu bremsen und auf die falsche Fährte zu locken, mir den Fokus wegzunehmen. Damit ich habe mich halt immer mit viel Schwachsinn beschäftigt in meinem Leben eine Zeit lang. Bin dadurch auch kurzzeitig auf die schiefe Bahn geraten und in den letzten Jahren habe ich es geschafft, halt das Hauptmerkmal wieder auf die Musik zu legen. Mit meinem letzten Album Macht jetzt sind in 3 Ländern gechartet, in Deutschland Top 20, in der Schweiz genauso. Und ja, jetzt ist einfach der Punkt erreicht, dass ich so einen Mittelfinger auch mal hochhebe und sage, so, ich habe es gemacht. Und jetzt nimmt man Abstand. Was hat dir denn dabei geholfen? Also du sagst ja selber, du hast dir die Steine selbst aus dem Weg gelegt. Also was ist dir denn da bewusst geworden oder welche, keine Ahnung, Ratschläge kamen von welcher Seite, dass du dich da halt damals so weiterentwickelt hast? Ratschläge, Schicksalsschläge, Entwicklungen, Dinge einfach, die im Leben in einer gewissen Zeit aufeinander getroffen sind, haben mich mit meinem Kopf dahin gebracht, dass ich gesagt habe, so und nicht anders. Halt das Leben, das ein Erwachsener macht, da kann ich eigentlich gar nicht irgendwie spezifisch auf eine Sache irgendwie eingehen, wo ich sage, das war der springende Punkt. Ich habe zum Beispiel auch eine Tochter vor einem Jahr bekommen. Das hat natürlich in meinem Leben sehr viel verändert. Aber halt auch fernab davon, an sich die normale Entwicklung, die ein Mensch durchmacht, hat mich dahin gebracht, dass ich mich von vielen Komplexen und Dingen, mit denen viele Leute auf der Straße, auch besonders Rapper zu kämpfen haben, freimachen konnte und sagen konnte, ey, ich will Mucke machen, das ist wichtig, Qualität ist wichtig, nicht das Drumherum und wenn du das jetzt durchziehen willst, dann musst du klarkommen und deinen Hauptfokus haben. Wo du deine Tochter schon erwähnt hast, wie ist so das Leben als Daddy, was macht dir da besonders viel Spaß und was sind so die Höhepunkte in dem Vaterdasein bei dir? Ich weiß, ein bisschen privatere Fragen, aber ja. Dadurch, dass wir halt nicht so das klassische Rap-Magazin sind, gucke ich halt ganz gerne so hinter den Menschen. Nee, um Gottes Willen, antworte ich gerne. Das ist halt eine schwierige, es ist halt schwierig darauf zu antworten, wie soll dein Vater seine Vatergefühle beschreiben. Die sind halt so ein bisschen unbeschreiblich. Jetzt gerade kommt das so zum Punkt, weil ein Kind zur Welt kommt als Säugling, ein paar Monate alt, ist es natürlich für den Papa noch ein bisschen langweilig, ist natürlich süß und schön und so, aber da passiert halt nicht viel. Ja. Nein, aber bist du so eingebunden, so was Wickeln angeht und Füttern angeht? Ich bin froh, wenn ich das mache. Also wenn ich da bin und so, dann nutze ich jede Gelegenheit, machen zu können, was ich machen kann. Ja. Ich bin dann auch keiner, der da irgendwie einen falschen Stolz hat. Aber jetzt gerade, wo meine Tochter fast ein Jahr alt ist und mich halt wahrnimmt und ich merke schon, dass sie sich in Richtung Papa-Kind entwickelt, ist das schon ein krasses Gefühl, wenn ich dann mal nach Hause komme und dann sitze ich schon vor der Tür und fängt dann rumzuschreien, wenn die Tür aufgeht. Das gibt eine Energie. Ich hatte damals in meinem Leben halt viele Epochen und Phasen, die sehr schwierig gewesen sind, wo ich halt auch oft mit auf Deutsch kopfgefickt ins Bett gegangen bin und mir Gedanken machen musste bis tief in die Nacht über Sachen. Aber seitdem meine Tochter da ist, ist es wirklich so, egal was für Probleme ich habe oder egal wie viele Rückschläge es im Leben gibt oder Dinge, die im Geschäft nicht laufen oder im Privatleben, am Ende des Tages, wenn du nach Hause kommst und deine Tochter ist gesund und du lächelst dich an, ist alles so. Angenommen, weil die nächste Frage steht schon da, aber es ist schwierig, einen Bogen zu finden, ich versuche es mal so rum. Ja. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir sind 20 Jahre weiter, deine Tochter ist 21 und merkt, dass sie lesbische Gefühle hat und
Hat ihr Coming Out bei ihrem Daddy, wie gehst du damit um? Weil Hintergrund dieser Frage ist im Hochbitz halt, oder bei mehreren Songs, aber bei Hochbitz ist mir gerade eingefallen, ihr Schwuchteln bitte macht keinen auf Muskeln. Also das ist so wieder diese latente Homophobie, die im Rap halt irgendwie leider immer da ist. Jetzt, ich sage jetzt mal so, wenn mir jetzt jemand aus dem Rap-Medium diese Frage gestellt hätte, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen böse geworden. Aber da ihr halt ein anderes Medium seid und man die Sachen mal ein bisschen differenzieren muss und besprechen muss, erkläre ich dir das sehr gerne. Das ist, um Gottes Willen, das ist keine Homophobie. Also Homophobie, ich weiß nicht genau, was Homophobie bedeutet, also mit welchen Sätzen das beschrieben ist. Naja, wörtlich heißt es Angst vor der Homosexualität. Wieso? Ja. Angst vor der Sexualität? Warum Angst? Naja, Phobie ist, ja ist es genauso wie wenn du eine Spinnenphobie hast, dann hast du Angst vor Spinnen. Ja, so, okay, jetzt verstehe ich. Also ich habe halt Homophobie immer halt als etwas Schlechtes und etwas Verbotenes mitbekommen und Angst ist ja etwas nicht unbedingt, was verboten ist, wenn man Angst vor etwas hat. Aber was ich meine, ist auf jeden Fall, für mich bedeutet Homophobie bzw. Hass auf Homosexuelle heißt, ich sehe jetzt zwei Schwule auf der anderen Straßenseite und ich rufe irgendwas rüber oder ich wünsche denen, dass denen irgendwas Schlechtes passiert. Oder ich machst du das? Um Gottes Willen. Also deswegen erkläre ich jetzt gerade. Ich bin der Meinung, die müssten um Gottes Willen sterben oder was weiß ich was. Es gibt bestimmt Menschen, die so denken. Das ist für mich feindlich gegenüber Homosexuellen, Lesben, Schwulen oder sonst irgendwas. Also wenn ich in meinen Texten aber sage, ihr Schwuchteln, bitte macht mir keine auf Muskeln, dann ist das halt Flexen, das ist Rap-Sprache. Und mit Schwuchteln sage ich dann einfach, du bist unmännlich, du bist nicht cool. Ganz platt mal ausgedrückt. Ja. Aber jetzt mal zu der anderen Frage. Würde meine Tochter zu mir kommen, das sagen. Genau das ist jetzt das Problem. Würde ich jetzt sagen, dass ich meine Tochter mit dem Arschtritt aus der Wohnung raustreten würde, heißt das dann natürlich, ich bin homophob. Aber ich sage nicht, ich bin homophob. Ich bin einfach ein ganz normaler Mensch, denn ich will, dass seine Tochter lesbisch wird. Fertig aus, weil ich das nicht cool finde. So. Ich habe nichts gegen diese Menschen, aber ich bin auch keiner von denen, der jetzt hier sitzt und sagt, ja, das ist ja ganz normal heutzutage. Ne? Es ist ganz normal, schwul zu sein und es ist ganz normal, lesbisch zu sein und wir leben jetzt im 21. Jahrhundert und wenn du willst, geh eine Frau heiraten und dann geht ihr euch ein Kind adoptieren. Nein, ich will, dass meine Tochter nach den normalen Werten des Lebens aufwächst und ich erziehe die so und ich mache das bestimmt nicht, damit meine Tochter irgendwann mal lesbisch wird. Ja? Leider Gottes, wenn man halt irgendwie abseits davon redet, beziehungsweise wenn man irgendwie erklärt, dass man natürlich das sich für seine eigenen Kinder oder für sein eigenes Leben nicht wünscht, dann heißt direkt, aber warum nicht? Hast du Hass jetzt gegen die oder bist du ein Homophob? Nein, ich muss kein Homophob sein, um zu sagen, dass meine Tochter keine Lesbe werden soll. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist. Ich glaube, du wünschst dir auch jetzt nicht unbedingt, dass deine Tochter eine Lesbe wird. Ne? Ich bin schwul, ich bin offen schwul, von daher irgendwie kann ich diese Themen natürlich auch ansprechen. Okay. Ich sag mal so, irgendwie dieses klassische, natürlich hat jeder so seine eigenen Wertvorstellungen. Ja. Und, aber das Ding ist halt einfach, ich glaube, dass die wenigsten Leute, die halt diese Einstellung haben, so von wegen, oh, ich möchte eigentlich gar nicht, dass meine Tochter lesbisch wird, dass sie vielleicht auch gar nicht irgendwie diese Lebensrealität von Schwulen und Lesben in irgendeiner Form kennen. Also im Prinzip ist es halt das Normalste von Welt und das ist natürlich ein schwieriger Punkt. Jetzt treffe ich als Heterosexuell auf dich und du sagst mir, dass du homosexuell bist. Jetzt lass uns mal darüber diskutieren. Wie soll man jetzt darüber diskutieren? Was ich dir nur sagen kann, ist, dass ich dich als Menschen genauso respektiere, wie ich jeden anderen Menschen respektiere. Jetzt nachdem du mir gesagt hast, dass du homosexuell bist, sehe ich dich kein bisschen anders an, als ich dich 4 Minuten vorher angesehen habe. Trotzdem ist es natürlich für mich etwas, was nach meiner Kultur und nach meiner Wertevorstellung in meiner Familie nicht funktionieren würde. Und mehr kann ich an der Stelle nicht dazu sagen. Ich wünsche auf jeden Fall keinem Menschen irgendwas Schlechtes. Jeder soll das tun, was er für richtig hält. Und jeder hat eine Daseinsberechtigung und das ist alles cool. Ja, ich meine, ich bin ja auch ein verhältnismäßig aufgeklärter Mensch. Also von daher, ich meine, du sitzt ja auch hier, obwohl meine Sendung auch auf einem schwulen Fernsehsender läuft. Also ich versuche ja Brücken zu bauen. Verstehst du? Also ich will euch jetzt nicht alle als die homophoben Arschlöcher wieder haben, weil sonst würde ich die nicht einladen. Und ich denke halt, man kann halt drüber sprechen und man kann halt versuchen, Menschen zum Nachdenken zu bewegen. Also gerade auch in der Rap- und Hip-Hop-Szene ist natürlich... Das ist natürlich schwierig, ich weiß, aber nichtsdestotrotz zeigt ja auch die Entwicklung. Also ich meine, Bushido macht ja nicht umsonst einen Kinofilm mit einem schwulen Harpe Kerkeling, wenn er irgendein Harpe Kerkeling? Wer hat er gespielt?
Nein, in irgendeinem Film von Harpe Klemming, ich weiß jetzt nicht, welcher Film es war. Okay. Aber die haben halt zusammen halt gespielt so. Ja. Und da denke ich mir halt auch, also ich meine, Bushido ist ja bekannt dafür für seine Sprüche. Nee, noch nicht. Noch nicht. Okay. Aber okay. Kann ja alles noch kommen. Schöne Grüße an dieser Stelle, falls er das sehen sollte. Ja. Nee, ich will das jetzt auch gar nicht vertiefen. Was ich halt nur sagen will, ich möchte im Prinzip Brücken schlagen, damit die Leute nicht halt irgendwie immer nur diesen Hass, weil schlussendlich geht es halt um Liebe und Gefühle und da ist doch scheißegal, so, weißt du? Also das ist so der Hintergrund meiner Frage und auch ein bisschen Rechtfertigung. Jetzt frage ich mal was, das habe ich mal gehört, ist jetzt überhaupt nicht schlimm, wenn wir jetzt schon darüber reden, darf ich dir auch eine Frage stellen. Ja. Ist Homosexualität, habe ich mal, ist das etwas eigentlich, wie soll ich sagen, wie entsteht das? Mein Bruder hat mir mal erklärt, dass es sogar also halt auch Tiere gibt, bei denen es um, also es gibt auch in der Tierwelt Homosexualität. Ja, ich glaube, ich habe letztens gelesen, bei, keine Ahnung, über 1000 Arten gibt es das, ja. Also ist das, ist es gefühlsbedingt oder ist es eine Krankheit oder also von innen, jetzt frage ich ganz ehrlich, also ist das wirklich nur etwas, was gefühlsbedingt ist? Oder wenn jetzt es in einer Tierart passieren kann, die haben ja jetzt nicht so menschliche Gefühle, wie wir das haben. Ja? Also das war so, das habe ich mich dann da halt gefragt, so, wie das irgendwie zustande kommt, bei Tieren zum Beispiel jetzt. Naja, es ist einfach genetisch vorbedingt, also du kannst da gar nichts machen. Also es ist auch nicht ein Teil der Erziehung oder irgendwas, sondern du bist, wie du bist. Ich meine, dich fragt ja jetzt auch keiner im Gegenzug, warum bist du heterosexuell geworden, weil es ist einfach so. Also genauso wie es für mich normal ist, heterosexuell zu sein und eine Frau geil zu finden, ist es in deinem Leben dann von vornherein ganz normal gewesen, dass es umgekehrt war. Ja klar, natürlich ist es halt ein Findungsprozess. Ich meine, jetzt das Coming-out von Hitzelsberger hat es ja auch gezeigt, das hat ja auch gedauert, dass er damit rausgekommen ist. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Ich meine, mittlerweile, Gott sei Dank, zumindest in den zivilisierten Ländern, ist es ja besser geworden mit der Anerkennung. Es ist natürlich immer noch keine Gleichstellung da, wo man sich natürlich fragen muss, warum eigentlich nicht. Ja. Weil, ich sag mal so, ich bin ja jetzt kein schlechterer Mensch, nur weil ich halt auf Typen stehe und du bist kein besserer Mensch, weil du auf Frauen stehst. Und es ist ja auch überhaupt kein Ding. Also nur dadurch, dass man Homosexualität gleichstellt, verändert sich ja für euch heterosexuell nichts. Also es werden nicht weniger Kinder geboren, weil die Kinder werden so oder so geboren. Das ist überhaupt kein Ding. Es gehen auch nicht mehr Ehen in Bruch, nur weil man sagt, irgendwie, dass Homosexualität erlaubt ist. Mhm. Also es verändert sich eigentlich gar nichts. Nur das ist halt so, dass ich sage, jemand, der mit seiner Sexualität im Reinen ist, der glücklich ist, der eine tolle Frau, Freundin hat, der muss doch eigentlich einen anderen Menschen aufgrund der Tatsache, dass er halt einen anderen Mann oder eine Frau, eine andere Frau liebt, muss er den doch gar nicht irgendwie in irgendeiner Form dissen. Nee, das nicht. Das Einzige, was ich halt schwierig daran finde, beziehungsweise was ich als einziges Problem sehe, ist halt, auch Homosexuelle haben natürlich irgendwann das Bedürfnis, bestimmt auch mal Kinder zu kriegen. Gell? Und es gibt ja mittlerweile auch dafür schon Möglichkeiten. Und beispielsweise, wenn jetzt zwei Homosexuelle in einer Beziehung leben und jetzt dann beispielsweise ein Kind adoptieren, ja, wie auch immer. Das ist natürlich sehr schwierig für das Kind beispielsweise, wie es aufwächst. Und dann wird natürlich direkt vorausgesetzt, dass dieses Kind das genau, wie soll ich sagen, halt differenzieren kann und verstehen kann, wie es vielleicht ein Erwachsener versteht, ja, und halt gesund mit diesem Thema umgehen kann. Und das ist halt schwierig. Das ist das Einzige, wo ich halt für mich selber noch irgendwie keine Lösung dafür gefunden habe. Ein Homosexueller wird wahrscheinlich sagen, nee, das ist doch was ganz Normales, wir haben dann auch ganz normal ein Kind und der wächst dann halt damit auf. Aber ich sage halt, man kann nicht einfach ignorieren, dass das Kind damit aufwächst, weil für ihn ist es vielleicht schwierig. Ja? Ja, natürlich. Ich sag mal so allgemein, das Leben ist eh kein großer Ponyhof, das ist schon mal generell zu sehen. Dann die Argumentation beispielsweise, was ja häufig kommt halt, also ich meine, ich kann es für mich jetzt nicht vorstellen, dass ich ein Kind haben möchte. Mhm. So, aber es gibt natürlich Paare, die halt, weiß ich nicht, 15 Jahre zusammen sind, die Verantwortung füreinander übernehmen. Und warum sollen die kein Kind großziehen? Weil es ist ja nicht so, dass die jetzt nur aufeinander glucken und nur wilden Homosex machen. Die haben ja auch irgendwie ihre Freundinnen, ihre Frauen, ihre Tanten. Also sind ja Frauen auf jeden Fall da. Ja. Und ich meine, auf der anderen Seite, ich glaube, das weißt du auch ganz genau, wie viele heterosexuelle Ehen Paare gehen in die Brüche, also die Scheidungsrate ist ja sowieso enorm und dass halt die Kinder, also im Grunde genommen geht es ja wirklich nur um das Beste fürs Kind.
Und ob du jetzt in einer zerrütteten Ehe bist, wo der Vater vielleicht Alkoholiker ist und schlägt, so dieses klassische Klischee-Ding, ich glaube, das ist nicht gut für Kinder. Von daher. Also, wenn du jetzt einen Sohn kriegen haben würdest, beispielsweise, jetzt mal komplett dahingestellt, ob es durch eine Frau entstanden ist oder nicht, wie auch immer. Du hast jetzt einen Sohn, der ist dir komplett egal, was er wird, also ob er homosexuell ist oder nicht, oder ob er hetero wird, oder würdest du dir vielleicht sogar wünschen, dass er eher homosexuell als heterosexuell wird? Nein, ich möchte, dass mein Kind, egal ob es jetzt Junge oder Mädchen wäre, dass es einfach glücklich ist. Ja. Weil ich glaube, also natürlich ist mir das egal. Okay, logisch. Ja, gut. Das wollte ich mal aus der Sicht von dir einmal erfahren. Gut, weiß ich Bescheid. Gut, aber das müssen wir auch jetzt nicht weiter vertiefen, aber ich finde es gut, wenn wir drüber reden. Alles und gut. Ich denke auch draußen irgendwie, es hilft immer zu reden, anstatt halt irgendwie zu schlagen oder zu dissen. Ich glaube jetzt, was auch in Russland losgeht, abgeht mit diesem Anti-Homo-Gesetz, aber das müssen wir jetzt echt nicht vertiefen. Kommen wir zurück zur Platte. Okay. Bei Nicht verstanden, ja. Da gibt es die Zeile, ich sehne mich nach einem Leben ohne Hass und ohne Druck. Passt jetzt auch wieder so ein bisschen, weil ich fühle mich natürlich dann, wenn solche Schwuchteldinger da auftauchen, habe ich natürlich auch Angst. So, denke ich mir, darf ich den jetzt einladen? Haut er mir gleich einen in die Fresse oder so, weißt du? Und du sagst aber selber, du wünschst dich oder du sehnst dich nach einem Leben ohne Hass und ohne Druck. Mhm. Und das hört sich für mich auch so nach einer gewissen Form von Romantik an. Ich weiß, bei dir steht die Familie auch irgendwie hoch, natürlich, auch aufgrund des Glaubens, klar. Ja, ja. Was bedeutet für dich diese Romantik? Satz, Romantik? Achso, ich muss den Satz erklären bekommen. Ja. Romantik. Ich bin jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt gerne was anderes sagen würde, ich bin jetzt nicht unbedingt der Romantischste. Im Alter von 17, 18 Jahren, glaube ich, war ich ein bisschen romantischer als heute damals. Mit meiner ersten Jugendliebe habe ich noch so Aktionen gebracht mit Rosen auf dem Boden und sowas. Aber das macht man auch einmal, dann wird man von der Frau auseinandergenommen und danach macht man das nicht wieder. So, und ich bin auf jeden Fall rationaler, was die Liebe angeht. Ich sehe das alles ein bisschen erwachsener mittlerweile. Ich finde auch, das hört sich jetzt so scheiße an, aber ich finde, dass mit einem Mann halt immer seine Position als Mann jetzt ohne dominant wirken zu wollen oder so, halt seine Verantwortung und seine führende Hand auch so immer behält, denke ich, dass ein Mann immer weniger emotional bei der Sache dabei sein sollte als seine Frau. Weil wenn Emotionen mit ins Spiel kommen, dann kann man nicht mehr klar denken. Ja, als ich damals zum Beispiel als über Kopf verliebt gewesen bin, habe ich mich wie ein Vollidiot benommen. Ja, wenn du irgendwann ein Mann bist und eine Frau hast und Kinder hast, eine Verantwortung hast, da kannst du nicht dich wie ein Vollidiot benehmen. Ja, da musst du klar denken können. Da muss man manchmal rational bleiben und nicht immer den Emotionen verfallen. Ja, ich bin der Meinung, ein Mann darf nicht emotional handeln. Beziehungsweise kann er handeln, aber er wird dann immer falsch handeln. Und deswegen dieses Romantische so, ist irgendwie aus mir verflogen, nachdem ich von meiner ersten großen Liebe enttäuscht wurde. Diese Enttäuschung, denke ich, erfährt jeder, manche früher, manche später. Und seitdem bin ich auf jeden Fall schwieriger. So. Ich würde mir wünschen, wenn ich mal ab und zu wieder ein bisschen diese Peppette. Aber ist halt nicht so. Und auf die Zeile, das ist eher auf mein Leben an sich auf der Straße bezogen gewesen, dass ich halt viel Hass sehe, viel Druck sehe. Nicht nur auf mich bezogen, sondern auch auf andere Menschen. Und ich würde mir einfach mehr Spaß und Frieden wünschen.